Halli, hallo, hallöchen, damit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Aufnahme vom Let's Play Omni 2, der Omnibus-Simulator. Wir schauen uns heute mal wieder Neues aus Rota an und genau, dieses Mal fahren wir Bus und ich bin mal wieder nicht alleine. Ja, wer ist mit dabei? War es einfach mal so. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich begleite mal wieder die ganze Sachlage hier und wir schauen uns diesmal die Buslinie 31 an. Da kommen uns am Ende, gegen Ende kommt uns auch wieder die 1 entgegen, die wir ja im letzten Video hatten. Und genau, die Anfangsabschnitte, die sind jetzt komplett umfangreich überarbeitet und das schauen wir uns auch einfach mal an. Genau, das heißt, genau, heute mal Bus und das... Bliblablub, ich weiß auch gar nicht, irgendwas wollte ich gerade sagen, ich habe es aber wieder vergessen, ich muss jetzt eine tolle Nummer hier ausdenken und den Bus schildern, wir müssen nämlich auch zügig los, 031, 0... Ich glaube 1. Oh, du weißt es besser. Ja, das passt. Ich habe es einfach mal geraten. So, warte mal, das heißt, das müsste passen. Ach, guck mal, der ist ja ganz nett erwartet, der fährt mir zumindest nicht rein. Dann ziehe ich aber auch mal vor, damit ich auch mal ein freundlicher Busfahrer. So, Gang bist du drin? Ne, zu kurz auf der Bremse gestanden. So, jetzt aber... So, ihr wollt mit. Ist ja schon mal schön. Genau, also die 31 prinzipiell, mal ganz grob, die sind wir auch, glaube ich, schon mal. Irgendwann gab es, glaube ich, schon mal ein Video davon auf meinem Kanal. Oder wir sind nicht beim Stream gefahren, ich weiß das gar nicht, aber ja, gab es mal schon mal irgendwie was. Das heißt, da sieht man, glaube ich, ganz gut den Kontrast. Und es ist auch so ein bisschen so halt die Verbindungslinie außerhalb. Wir starten ja quasi an der einen Endhaltestelle von der Straßenbahn und fahren an eine andere Endhaltestelle von der Straßenbahn. Ja. Es ist das, was genau. Ich noch grob weiß. Also im Prinzip ist es halt ja so eine Tangentiallinie, die aber schon so schon an die Innenstadt ranfährt, aber halt nicht ganz ins Zentrum rein, nicht zum Hauptbahnhof und so weiter. Und sowohl an der Offenbacher Allee zu 1 als auch hier jetzt zu 3 gibt es halt ganz gute Umstiege, so mit irgendwas zwischen 3 und 6 Minuten Zeit, Wartezeit. Mhm. Und hier kann man ja auch sehen, wenn man jetzt von der Stadt aus kommen würde, wirklich aus der 3 raus in die 31 rein, die soll ja hier dann schon stehen. Und da kommt man auch ganz schnell hier zum Beispiel ins nächste Dorf oder ja, also nach Hinterbar drüber. Ja, das ist auch ein super Anschluss dann. So, wir haben ja schon gesagt, wir müssen ein bisschen zeitig los, aber ein bisschen Zeit haben wir tatsächlich noch. So, ja. Jetzt ist es, ja, fahren wir mal so um. Kommen wir um 16 gemütlich mal los. 16, irgendwie sowas, ja. Ja, hier oben sieht man ja das, hier das Barmenau-Gebiet. Das Areal ist ja so ein sehr neu gebautes, also ganz offensichtlich. Ist ja quasi ja, so eine Neubausiedlung, die wirklich dann auch nach der Wende und nach, also nach der Wiedervereinigung und so weiter dann entstanden ist. Und direkt auch mit Straßenbahn mit reingeplant. Der große Park and Ride hier für Leute, die aus dem Norden dann hier in die Stadt reinpendeln wollen und so. Da ist dann alles direkt dabei. So, ich vermute mal, ich warte hier, bis da irgendwas anderes steht außer A. Mhm. Jo. Ja, das hier ist quasi wirklich... Da kommt man eigentlich sofort raus. Wenn man sich reinstellt mit die Anforderung. So, was mir so einfällt, ist, hast du Kollisionen an? Ja, ist das problematisch? Ja, bevor wir unter der nächsten Ampel, also der einer Auslegeampel durchfahren, solltest du vielleicht raus. Okay. Ich habe das sonst immer ganz gerne an, so aus Let's Play dramaturgischen Gründen. Genau, jetzt ich werde da mal genau noch mal ganz kurz einen. So, warte mal, Warnblinker, so wollen wir mal offiziell machen hier, zack. Ah ne, guck mal, hat sogar gepasst. Einwandfrei. So, gut. Hat keiner mitbekommen und Abfahrt. So. Ja, noch haben wir grün. Die Gelbphase ist sehr lang. Falls es auf gelb geht, kannst du es noch machen. Also 5 Sekunden ist die Gelbphase. Ja, man prescht hier mit einer guten Geschwindigkeit durch. Das ist ja so eigentlich nur am Ortsrand vorbei. Deswegen darf man hier, oder vor allem in der Gegend, da kommt man ja mit 70 rein oder so. Deswegen ist die Gelbphase sehr lang. Ah, ja klar, eben das ist ja gleich rot, das ist ja dann auch eher schlecht. Ja, genau. Ja, was ist erstmal hier das Stück Bundesstraße? B18.
Und die verlassen wir aber auch gleich dann direkt, weil die quasi so als Ring fungiert. Und das heißt, gleich fahren wir halt quasi geradewegs rein in die Stadt. So, irgendwo da vorne war dann links, glaube ich, ne? Genau, jetzt gleich links. Ah, vielleicht nicht ganz so langsam werden. Das geht leicht bergauf. Ich habe gesagt, ach, guck mal, da können wir mal. Ich habe mich gerade gefreut, dass ich den Retardern noch belegt hatte. Dann konnte ich so ein bisschen hier reinretardern. Aber es ging halt ein bisschen berghoch. Da wurden wir doch ein bisschen sehr langsam. So, der war zudem freundlich zu mir wahrscheinlich nicht. Doch, zu mir sah auch freundlich. Nee, doch. Reicht aber auch noch. Danke dir. So. Lichthupe wollte ich jetzt mal nicht machen. Das wäre sonst. Hätte er vielleicht falsch deuten können. So. Ja. Dann nehmen wir mal hier einmal mit hier. Ach guck mal, ja, jetzt sind wir da halbwegs in der Zeit. Hier oben hat man ganz gut deutlichen Charakter. Da kommt die Einzelfahrt. Sehen wir gleich, genau. Einzelfahrt kostet 1,80. Okay, und da haben wir 20 ja. Retour, ne? Bitte schön, gute Fahrt. Ja genau, schon, das sieht tatsächlich recht dörflich aus so. Ja, wartet, das finde ich gut. Ja, mit der KI hat sich einiges verbessert. Also es gibt wirklich sehr viele Stellen, wo die jetzt auch ihren Fasti so betreiben, wie sie es tun sollen. Also ja, das finde ich tatsächlich gut, weil ich, so wie ich das mitbekommen habe im Umsehen, es ist ja viel tatsächlich auch wirklich möglich, nur halt, ich sag mal, nicht standardmäßig. Das heißt dann auch schon mal ein bisschen mit Arbeit verbunden. Mhm. Aber ja, vor allem testet man dann ein bisschen rum, dann liegt der Pfad ein bisschen zu weit rechts, dann reißt man den wieder raus und legt ihn nochmal ein paar Zentimeter weiter nach links und dann funktioniert das aus irgendeinem Grund. Also, ja, es ist ein bisschen speziell manchmal in Omsi, aber so ist das halt. Ist dann wahrscheinlich aber auch die Arbeit, die ihr euch im Team halt, sagen wir, auch wirklich macht bei der Karte, die sich halt vielleicht auch andere tatsächlich teilweise nicht machen, was es aber auch unterm Strich dann irgendwie ausmacht. Ich muss hier so schräg links. Fragezeichen. Ja, genau. Sehr gut. Also aber schön da rechts hoch. Also da sieht es wieder nicht nach einem Bereich aus, wo man jetzt nicht hinfahren könnte. So. Also bei manchen Karten. Da würde man gerne hinfahren. Genau. Ich dachte immer, guck mal, ist aber schön. So, manchmal kannst du schon so in die Kreuzung reingucken und du siehst, ach guck mal, nee, da muss ich nicht hin. Aber da ich hätte es echt damit rechnen können, dass man da hätte, muss schreien, wenn wir irgendwo. Nee, das ist alles weit. Okay. Also geht dann doch schon recht viel geradeaus und recht viel offensichtlich. Der ich freue mich jetzt schon auf die, keine Ahnung, den einen Zuschauer oder sowas, der dann irgendwie drunter schreit von wegen, ja, ich habe die Karte, ich bin ja nicht einmal selber gefahren, aber ich weiß trotzdem, wo die Linie lang geht. Ich kenne dein Video nämlich besser als du selber, Josh, und so. Wobei das auch nachgelassen hat, dass er früher auch irgendwie, ich sag mal, mehr solche Art von Kommentaren hat, ein bisschen nachgelassen, aber ja. Ach so. Ja, so ist das halt, wenn man wie du über 20.000 Karten irgendwie fährt, dann. Ja, mindestens. Das ist es. Nee, aber weil wir noch gar nicht gesagt haben, die Karte ist aktuell noch in Arbeit, die gibt es noch nicht zum Download. Das hier ist eine Vorstellversion. Ich habe nämlich gerade über den Bogen mit, ja, guck mal, was steht in den Kommentaren. Das ist mir aufgefallen, wir haben noch gar nicht gesagt, dass das natürlich noch die in Arbeit-Version ist und sowas. Blub. Den obligatorischen Satz. Ja, genau, den man meistens am Anfang macht. Immer gesagt. Weil bei Minute, was haben wir denn, 8,35 hört keiner mehr zu. Zumindest wahrscheinlich die Schnittmenge aus den Leuten, die das schreiben würden. Und also die Leute, die jetzt nicht mehr zugucken, sind wahrscheinlich die, die am ehesten die sind, die sowas schreiben würden. Von daher, schwierig. Aber wir haben es gesagt. Ja, jetzt sind wir so auf einer großen Einfallstraße quasi in die Stadt rein. Die Kasseler Straße, und die verlassen wir gleich, weil wir dann diesen Schlenker zum Gymnasium machen. Vielleicht erinnerst du dich da noch dran. Genau, irgendwas hatte ich nämlich hier mit dem Schlenker im Kopf, deswegen habe ich davor immer so ganz kurz nach links geguckt im letzten, ich sag mal, Kaff. Aber ja. Dann war das irgendwo hier. Genau, das kommt jetzt gleich. Und da verlässt man quasi die Kasseler Straße hier einmal und fährt da quasi links so ein bisschen den Berg hoch oder so, also ein bisschen Hügel. Wo dieses Gymnasium dann drauf ist und schlägt sich da so ein bisschen durchs Wohngebiet durch. Noch nicht. Noch nicht hier? Okay. Das ist vorne an der nächsten Ampel, da geht's dann nach links. Man kann jetzt tatsächlich auch weiter geradeaus fahren mittlerweile für Betriebsfahrten und so weiter. Oh, weil das ja, wo man ja gleich wieder drauf trifft, auf die Straße, das ist, man fährt ja nicht irgendwie
Also man trifft ja gleich wieder auf die Straße drauf. Es ist ja so ein Schlenker, der quasi nur einmal von der Straße abzweigt. Das heißt, man landet da auch gleich wieder drauf und das Stück kann man jetzt auch durchfahren. Eben für Betriebsfahrten. Ah, das heißt, gut, vorher war es dann wahrscheinlich so, man hätte halt einfach den, ich sag mal, Linienweg fahren müssen. Ja, genau. Regulär und okay. Ich verstehe. So, müssen wir denn irgendwie... Ach, da, was mit hier. Ups. Ja, gut. Ach so, hinter der Hütte, da könnte man noch was hinstellen, sehe ich. Ja, ich sehe es gerade genau so schön im Bereich, wo man... Ach, macht jemand aussteigen? Ja, so ist es immer, wenn man an irgendeiner Haltestelle steht, dann... Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, wo man da was hinstellt. Ja. Ja, also gerade so. Steht dann dafür nicht so optimal. Genau, der ganz klassische nach rechts guck, den Fahrgast anschau, Blick. So, muss ich eine Engstelle. Um abbiegen, links, rechts. Nee, geradeaus. Ja, gut, rechts verschieben. Aber hier ist richtig Engstelle, ne? Also hier muss man auch den Gegenverkehr vorlassen. Warum sie das. Das tut die KI selten. Das funktioniert aber. Das ist ein bisschen gepusht. Aber das funktioniert. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist natürlich, wenn der Gegenverkehr sich schon drauf... Ja, nach rechts, genau. Wenn der Gegenverkehr sich drauf einstellt, dass der schon fährt oder du zu knapp da quasi reinfährst, dann kann es sein, dass er dir trotzdem reinfährt und dann bleibt er auch da stehen, dann bleibt er dir gegenüberstehen und kann natürlich nicht rückwärts fahren. Okay. Aber wenn man so ein bisschen Vorsicht walten lässt an der Stelle, dann funktioniert das. Genau, jetzt gleich wieder links. Wobei jetzt theoretisch ja auch geradeaus möglich wäre, weil man dann wieder auf der Kasseler Straße landet, aber das machen wir jetzt natürlich nicht, das ist nicht der reguläre Linienweg. Ja, auf der linken Seite gleich ist, wir fahren geradeaus, aber links ist dieser Parkplatz von der Schule, von davor, also vor der Schule, in die Gegenrichtung befahren wird. Da gibt es jetzt auch so eine Pausenhaltestelle und so. Genau, damit man da auch Verstärker enden lassen kann. Passt noch. Ah, ja, ich fährt jetzt weit rüber, weil sagen, genau, da würden wahrscheinlich potenziell Autos stehen. Ja, okay. Ja, genau. Er würde jetzt zum Beispiel auch tatsächlich warten, den ich da irgendwie in die Engstelle. Okay, das ist schon mal gut. Links. Ich habe gerade überlegt, so mein Orientierungssinn, aber puh. Ja, also von rechts wären wir jetzt gekommen, wenn wir einfach gerade ausgefahren wären. Ist knapp, aber der wartet. Dankeschön. Jetzt kommt langsam so Richtung Innenstadt. Also jetzt sind wir gleich wieder in dem Shoppingviertel angelangt, was ich im Video von der 1 schon gesagt hatte. Da kreuzen wir die auch, glaube ich, erst einmal so Tageskarte. 4:30. Ja, kommt demnächst, aber jetzt noch nicht. Also quasi zwischen dem Theaterplatz auf der 1 und unserer nächsten Haltestelle. Es geht schräg links. Ja, war gerade noch so ein bisschen grün. Ja, dann fahr auch bitte. Schwierig. Genau, zwischen der nächsten Haltestelle von uns und dem Theaterplatz auf der 1, da liegt halt so eine große Einkaufsstraße dazwischen. Und auf die fahren wir jetzt quasi geradewegs drauf zu und dann fahren wir aber rechts rum über diese S-Kurvenkreuzung. Kann das Tatsache, ja. So, was macht sie denn da? Ach nee, sie läuft nur so, okay. Die lief wie so ein Fahrgast. Genau, da quasi geradeaus rein wäre dann diese Shoppingmeile. Ja, doch so von der groben Anlage her irgendwie sagt mir tatsächlich noch was, so wie man in diesem Häusertal sitzt. So, machen wir rein hier. Genau, und diese Kreuzung, das ist ja diese, wo die Vorfahrtstraße quasi diese S-Kurve da macht. Das heißt, wir fahren jetzt rechts und dann quasi ziehen wir aber auf die linke Spur rüber schon. Da kannst du noch machen, wir haben noch. Kann ich noch? Okay, wir haben ein bisschen Zeit, gut. Das heißt, hier dann auf diese linke Spur. Genau, auf die linke direkt rüber. Und dann links rum. Ja, die ÖPNV-Ampeln, die haben länger F4, also den Punkt, als Kfz-Ampeln in der Regel. Okay. Weil die
Bremszeit natürlich bei einem Bus sowieso. Wobei, da könntest du noch schneller bremsen als bei der Straßenbahn, logischerweise. Ja, aber Straßenbahn aber ist halt natürlich ja das Overkill-Thema. Genau. Das ist natürlich ein Riesenthema und beim Bus willst du ja auch nicht, dass die Fahrgäste durch die Gegend fliegen. Deswegen ja, ist die Räumzeit in der Regel. Im Idealfall nicht. Also gut, das haben die jetzt gerade trotzdem erlebt, aber kann man ja auch mal erlebt haben. Das ist auch eine schöne Sache. So, Omsi, bitte. Ja, die Stelle ist halt wir kriegen das böse hin beim Nachladen. Genau, hier links ist die Lutherkirche. Das ist auch ganz nett, die Stelle. Das ist so ein bisschen kneipenmäßig. Da gibt es ein paar nette Locations zum Sitzen und so. Ich habe gerade schon gesehen, und noch den Kollegen da nachgeladen. Das war wahrscheinlich dann 2 in 1. Ja, ja und, so, welche und Nummer haben wir denn? Im Ernstfall auch noch eine Straßenbahn oder so, weil wir treffen wir jetzt gleich. 367, okay. Ja, der ohne Werbung, ich sehe es gerade. So, hi. So, einmal raus. Jo. Dann hallo. Einmal rein. Schönen guten Tag. Da oben sind sogar. Ich sehe, da kann man auf der Dachterrasse sitzen und Cola trinken. Ich glaube, das ist. Was war das? Ein Maritimhotel? Ja, genau. Was im Maritim stand da drauf, ja. Ja, sowas. Ach, da vorne ist mal wieder das unbebaute Grundstück. Tja. Und zwei Texturen ein bisschen nah aufeinander gewiesen. Ja, genau. Das sind halt zwei ineinander stehende Gebäude. Ja, aber genau. Ist eigentlich egal, weil man das dann nicht mehr sehen will. Wenn da was davor ist, dann ist das ja eh Wurst, genau. Genau. Aber die Arbeitsagentur sollte man vielleicht mal beheben, sehe ich so dahin. Die flackert nämlich. Hier rechts in der Halle. Ja, genau. Die ist ein bisschen knapp. Das ist natürlich auch teilweise noch ein bisschen die Oberleitung, aber ja, das Schild ist wahrscheinlich auch ein bisschen nah dran. Ja, ja, das liegt am Schild. Ja, so. Das hier ist, jetzt sind wir an der 1. Ne? Hallo. Ja, da quer, hallo. Genau. Da sind wir von rechts nach links dann durchgefahren beim letzten Mal. So, zip. Aber wir sind ja so in dem Abschnitt vom Westbad bis hier sind wir diesen, ja, so einen stadtplanmäßigen Weg gefahren. Deswegen gibt es auf dem Bus noch eine Haltestelle dazwischen. Genau, da kommt die kommt gleich ein bisschen abseits der Trasse. Kommt da was quer oder wissen wir noch nicht? Nee, das, da die Straßenbahnanforderung ja nicht geht. Ja, genau, da ist halt, wird halt trotzdem rot. Ach, okay, die dürfen auch nochmal rüber hier. Was man an so einer Stelle machen könnte, rein theoretisch, wäre ja, die Straßenbahn immer fahrt, es sei denn, es steht ein Auto da. Aber da wird halt quasi immer ein Auto stehen, deswegen. Ja, genau, das ist es. Ja. Ja, jetzt bleibt man übrigens auch in der Rille nicht mehr so krass hängen. Nach rechts geht's, das weißt du wahrscheinlich noch. Ja, ich habe schon mal rechts geblinkt. Ja. Ich hab's gerade gemerkt, also es fuhr sich tatsächlich angenehm. Ja, es ist immer noch grün. Also vorher war es ein bisschen so, wenn man beschleunigt hat oder gebremst hat, dann, beschleunigt hat, ist immer ABS angegangen. Weil die Rille so tief war, dass sie quasi dachte, man bleibt drin hängen. Das haben wir so ein bisschen abgemildert. Dass das wie halt auch noch bei, ich sag mal, wahrscheinlich davor den standardmäßig normalen Bahnübergängen und sowas, wo es auch immer der Fall war, aber ja, da ist es halt so, dass die Rille halt 4 cm tief ist und jetzt ist es halt so, dass da liegt quasi noch eine Ebene drunter, die aber unsichtbar ist, über die man dann drüber fährt. Das heißt, man sinkt halt nicht 4 cm ein, sondern nur 1,5 oder 2. Ja, okay, oder so. Und dann so ist es gemacht. Okay, da wollt wirklich nicht mit. So, da müsste ich jetzt aber nicht. Ich glaube, da müsste ich jetzt schräg geradeaus. Okay. Hier sind mal wieder die Gucklöcher. Da kommt jetzt hier die 1 von rechts, eben von der Offenbacher runter. Und hier hat sich rein straßentechnisch wirklich einiges getan, weil das Problem war so ein bisschen, dass hier vorher die Spuren viel zu eng waren. Also, okay. Das
Links hängt übrigens eine geradeaus Ampel tatsächlich. Ah, da kann ich auch so noch da gucken. Ich wollte das nicht hingucken, wo man nicht hingucken kann. Haha. Ja. Egal. Genau, also da waren die Spuren waren extrem eng. Auch links diese Busspur war viel zu schmal. Das ist jetzt halt nicht so. Das geht das jetzt, ist da auch richtig Platz. Anständige Spurbreite und so. So, jetzt läuft das. Er läuft ein bisschen weit. Jo, ein bisschen. Da kann der Würfel noch ein bisschen in den Gehweg verschwinden. Ja. So, guten Tag. Oh, hab ich jetzt jemanden? Fahrbahnmäßig noch was entgegenkommt, ist auf der 1. Könnte sogar sein. Bin aber nicht sicher. Schauen wir mal, zumindest den Bus haben wir ja gesehen. Hier rechts, er parkt auf jeden Fall da, wo er parken darf. Ah, okay. Er auch. So. Geradeaus. Geradeaus, okay. Das ist diese spannende Verkehrsführung. Man muss quasi die zweite rechts. Das heißt, man darf sich halt jetzt noch nicht rechts einordnen. Deswegen auch dieses Schild mit der unübersichtlichen Verkehrsführung. Das steht drauf. Ah, dann ist die erste rechts, okay. Quasi so richtig da abbiegen in die kleine Straße und wir fahren. Hier die Kurve ist ganz nett, weil dahinter ist direkt eine Bucht. So, mal gucken, es läuft doch keiner rüber, das ist schon mal schön. So. Bisschen doof, dass sie ja schon angewatschelt kommt. Weil wir ich bin halt ein bisschen langsam gewesen. Ja, hätte ja schon die Kurve heizen können. So, die will es auch noch mit, oder wie? Wäre ja, sonst wäre man auch ein bisschen sehr schnell unterwegs in der Kurve. Ja. Das ist dann an der Stelle ein bisschen doof. So, ich nutze gerade mal aus, dass der Bahnübergang da frei ist. Ja, aber der Bordstein. Stadtwerke. Zugang zum Kundencenter der Stadtwerke. So, wartest, das finde ich gut. Genau, hier ist halt auch wirklich ganz viel passiert. Es gibt hier neue Querparker und so. Vorher ist man hier so ein bisschen sehr... Ja, das war ein bisschen sehr trist hier, diese Straße. Aber jetzt die ganzen Parker und so, ist auch echt ziemlich eng. Das wird echt cool mit den angeschrägten Parkplätzen da. Ja, jetzt haben wir es schon fast wieder geschafft. So, wer will raus? Ja, das ist auch so ein Riesenpunkt, ist, dass er jetzt die Überwege vernünftig funktionieren. Das finde ich ja cool tatsächlich. Gucken, dass die Fußgänger einem da nicht drauf springen. Ja. Ja, ich muss nach rechts. Da zum Beispiel, ja, genau, nach rechts. Okay. Also die da zum Beispiel, die wird das jetzt da rein. Ja. Das finde ich aber cool. Also ich finde das echt super, weil das hat irgendwie gefühlt die ganze Zeit gefehlt. Es konnten irgendwie mal so ein paar Standardkreuzungen so ein bisschen und dann hat das irgendwie eine Zeit lang so, weiß ich, gefühlt ein ganzes Jahrzehnt an Omsi-Maps hat das irgendwie das Potenzial einfach nicht genutzt. Links. Und hier gleich links, okay. Das fand ich halt irgendwie schade, weil das macht halt irgendwie auch so ein bisschen das Fahren halt irgendwie auch mit aus. Muss halt ein bisschen aufmerksamer sein, gerade an Kurven oder sowas. Oder auch mit auf der Geraden, wenn man auf Höchstgeschwindigkeit ist, so 50 und dann läuft da jemand drüber. So, und frei. Ja, hier ist es auch so ein Ding, also das ist, wenn da die Straßenbahnanforderung ginge, das wäre einfach phänomenal. Ja. Da links ist jetzt übrigens auch der schöne Plus, ja? Ja, da fährt auch gerade, okay. Heutzutage nicht mehr gäbe. So, das war der Fahrplan. Ach, guck mal, fährt gerade weg. Ciao. Mit ein bisschen Verspätung hätten wir da entgegenkommen sehen. So, ja, passt, warte ich mal Motor aus, so mal ein bisschen
Strom, nicht Strom sparen. Ja, das andere da, was das ja. nicht Strom ist. Dieses andere Zeug da, mit was man da früher alle Busse gemacht hat und was, ja, genau, dieses andere Zeug. Ja, rechts hoch zum Beispiel ist auch ein bisschen, jetzt von den Steigungen her ein bisschen angenehmer. Das war nämlich vorher, waren die Steigungsübergänge so ein bisschen, ja, so man ist erstmal in die Kreuzung rein und dann ging es erst hoch und jetzt ist quasi der Steigungsübergang schon so ein bisschen mit in die Kreuzung reingezogen. Ah, ich sehe das so. Wahrscheinlich aber auch nicht ganz einfach, das dann so umzusetzen. Boah, geht schon. Mit Objektkreuzung ist sowas alles einfacher. Ja, das stimmt. Also wenn man das macht, wenn man das macht und wenn man das sich so ein bisschen angeeignet hat, ist es einfach in allen Ecken und Enden so viel flexibler und bietet einem viel mehr Möglichkeiten. So ist es. Zum Beispiel auch hier unser... Die Haltestelle ist so ein bisschen abgesackt und so. Also wir stehen da jetzt schräg und der Bordstein ist so ein bisschen angefahren da. Also ah, krass. Die Steine ein bisschen abgesackt. Stimmt, ja. Das kenne ich auch teilweise echt von ein paar Haltestellen. Da ist das auch richtig extrem. Aber echt cool. Ja, sowas zieht sich halt überall lang. Da kann man an der einen und anderen Ecke mal ein bisschen was finden, was eben nicht alles immer so klinisch rein aussehen lässt. Ja. Jo, schick. Dann, keine Ahnung, sag ich auf jeden Fall mal, guck mal, irgendwann mal schön, dass wir hier Richtung Sonne gucken und nicht gegen die Sonne. So, mit Licht gucken ist immer schöner. Dann sage ich aber recht herzliches Dankeschön fürs Dabeisein, dass du mal ein bisschen was anschauen konnten. Ja, auch vielen Dank fürs Vorstellen natürlich mal wieder. Gerne. Und ja, wie gesagt, dann den Thread in der Webdisk über, wo es dann auch noch Neuigkeiten gibt, ne, weil es gibt nur einen Thread für die Entwicklung und noch keinen zum Downloaden, zwinker. Der ist unten in der Videobeschreibung und ja, hast du noch irgendwas? So, letzte Worte. Nee, ich habe jetzt erstmal nichts weiter. Das Einzige, was mir noch einfallen würde dazu, ist, dass wir jetzt aktuell ja auf irgendwelchen Kanälen und so nicht so viel posten, weil halt alles, was wir machen, da überarbeiten ist und keine neuen Bereiche. Aber ja, es geht halt weiter und geht auch sehr gut weiter. Also wir sind tatsächlich bei weit über der Hälfte überarbeiteten Bereichen. Also es geht voran. Okay, das ist schon mal super. Dann sind die Zuschauerinnen und Zuschauer informiert und ich sage auch nochmal herzliches Dank. Heute kann ich auch nicht sprechen, ne? Herzliches Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Hier ist der Endscreen, ne? Da, tschüss. Ciao.